Hallo, herzlich willkommen bei unserem ersten Videoblog. Am Wochenende haben wir unsere verblühten Sonnenblumenköpfe, also die Blüten, geerntet, bevor die Vögel sich drüber hermachen konnten. So, dann zeige ich euch mal das Ergebnis von unserer Ernte. Tja, was machen wir jetzt damit? Naja, wir haben die jetzt zuerst gereinigt. Die ganzen Fremdstoffe, die drin waren, die haben wir entfernt. Und die ganzen Kellen, die nichts geworden sind, die eben halt hohl waren, die haben wir entfernt. Und haben die aussortiert. Das geht am besten mit so einem Sieb. Wir haben hier so ein Sieb verwendet, wo man so einen Flammkuchen drauf macht. Das ist ziemlich grobmaschig und da fahren die ganzen feinen Partikel durch. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht im Internet. Was macht man eigentlich, wenn man so zwei Sonnenblumenköpfe hat und man will die ernten? Dort bin ich fündig geworden und zwar auf einer speziellen Internetseite oder beziehungsweise in einem Forum. Da stand drin, dass man die in Salzwasser einlegen soll, 4 bis 5 Stunden und dann im Backofen rösten kann, beziehungsweise backen. Ich würde vorschlagen, wir backen sie. Es ist interessant, dass wir die nochmal wiegen, damit wir überhaupt wissen, Mensch, wie viel haben wir denn überhaupt aus zwei Sonnenblumenköpfen ernten können. Ich setze die mal drauf, damit wir gleich das Tara-Gewicht haben. Ja, komm schon. Gut, 0. Auf geht's. Ich nehme sie mal mit rüber, es geht dann einfacher. 200 Gramm, wenn ich noch die Reste hier rein friemel. Gut. Das wäre schon mal das. Jetzt brauchen wir Salzwasser. Jetzt bin ich an überlegen. Was wir für eine Mengenangabe machen. Also im Internet stand zwar, dass man es in Salzwasser einlegen soll, aber da stand nicht drin, wie viel Salz auf wie viel Liter Wasser. Ich habe mich eigentlich dafür entschlossen, dass ich einfach mal 1 Liter Wasser und 2 Esslöffel Salz und dann teste ich einfach mal. Ansonsten wird das bei der nächsten Ernte die Dosis ein bisschen erhöht. Nehmen wir vielleicht 3 oder 4 Teelöffel Salz. Mal schauen. Andere Messding, sondern einfach 2 Esslöffel. Ich löse das auch am besten gleich erstmal im Wasser auf. Dann haben wir 1. Dann kommt hier jetzt der 2. Ich probiere einfach mal. Ich höre mal irgendwas zum Umrühren. Und dann probiere ich mal, ob das schon leicht salzig schmeckt. Und ansonsten erhöhe ich gleich schon die Dosis. Mal gucken. Ich finde, es ist noch nicht salzig genug. Ich mache einfach noch einen rein. Also, das ist die Nummer 3. Und alle guten Dinge sind zwar 3, aber ich nehme noch mal einer zu 4 Stück. Ich kann noch ein bisschen verschmecken. Also 4 Teelöffel Salz auf 1 Liter Wasser. Ich probiere noch mal. Schon ein bisschen besser, aber ich vermute mal, ich mache noch einen drauf. Also 5 Stück. 5 Stück machen wir. 5 Teelöffel auf 1 Liter Wasser. Da gebe ich das jetzt über die... Auch komplett aufgelöst. Ich hoffe ja. So, über die Sonnenblumenkerne. Umgerührt, umgepanscht. Und ich sag mal so, in 4 Stunden sehen wir uns wieder. Bis dann. So, die 4 Stunden sind jetzt um. Wollen wir schauen, was draus geworden ist. Ein kleiner Tipp. Ich habe hier eine Untertasse draufgepackt, weil die Sonnenblumenkerne sonst oben schwimmen, komischerweise. Hätte ich ja nicht gedacht. So, hier ist die Pampe. So, wir brauchen die jetzt nur noch abzugießen. Und dann schön in dieser Form.
zu verteilen. So. Abtropfen lassen. Das dann nochmal Probehalter nochmal wiegen. Das heißt, ich setze sie wieder drauf. Bin ich jetzt mal gespannt, ob die jetzt. Wir sind wieder bei 0. Mal gucken. 199 hat die vorhin gehabt. Mal sehen, was sie jetzt zugelegt haben, wenn überhaupt. So, jetzt haben wir 259. Na, 260 jetzt. Also man kann sagen, gute 60 Gramm sind daraus. Was heißt ja mehr geworden, ja nicht, aber haben sie ein Gewicht zugenommen. Jetzt verteilen wir die hier in so eine Form. Da bin ich ja mal richtig gespannt, ob das was wird. So, dann verteilen wir die. So, mal den ganzen Platz nutzen hier, dass es nicht übereinander liegt, denn werden die hoffentlich knuspriger. Und dann kommen die bei circa 30, 40 Grad. Ich mache jetzt einfach mal Umluft. Kommen die rein für eine Stunde. So, mal sehen. Gut, wir sehen uns wieder in einer Stunde. Bis dann. So, da bin ich wieder. Tja, die Stunde ist um. Ich habe die Temperatur allerdings einen Tick erhöht. Das war nicht mehr 30 bis 40 Grad, also ich hatte eh schon vorher auf 40 Grad gehabt, sondern ich habe das nachher erhöht auf 50 Grad, beziehungsweise nachher einmal kurzfristig auf 100 Grad. Ja, weil die doch ziemlich feucht waren und nass waren, also eine Stunde, damit kommt man sonst nicht hin. Ja, ihr könnt ja aber das Ergebnis sehen. Ich habe es schon aus dem Backofen rausgeholt und schon gekostet, schon probiert. Aber ich zeige euch erstmal das Ergebnis. Okay, das sind die Sonnenblumenkerne und ja, die sind noch schön warm und ja, ich suche mal einen schönen raus hier, einen schönen Kern, knack den mal. Ja, also wie gesagt, ein Erfolg. Auf jeden Fall fehlt dort Salz. Also diese 5 Teelöffel Salz sind viel zu wenig. Man müsste sicherlich 7 bis 8 Teelöffel Salz, schätze ich mal, auf 1 Liter Wasser geben, damit man einigermaßen ja, den salzigen Geschmack noch hat. Ja, bis zum nächsten Mal. Das war's. Tschüss.